Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Yakuza 5 Remastered mit Minion Pirates. Wir machen weiter mit der dritten Folge. Ich wollte eigentlich speichern und habe dann vier gefunden. Einer hat von denen schon besiegt, weil dann wäre schon vorbei. Aber dann war es nicht vorbei. Da dachte ich so, ja komm, nehmt euch mit. Aber es sind auch ganz normale Gegner, ne? Aber hier, BÄM! Ey, das ist so cool gemacht, Alter. Es ist so geil. Oh, das ist so ein cooles Kampfsystem. Also, das gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, dass die anderen Charaktere auch so geil sind. Weil wir werden insgesamt 5 spielen. Hier, komm her, bin Fritze hier. Und hier, komm her. Ein Kopfkuss. Einmal ein Hutscher. Wer möchte noch? Oder hier. Fangen wir uns zu beten, ich will treten. So. Ja. Gegen Kehlkopf. Eklig. Genau. Das sind diese ganz normalen, genau, diese komischen Kämpfe. Ich wollte eigentlich kurz speichern und das Spiel hat mich aufgehalten. Ist auch egal. Die Kämpfe, tja, ganz cool. Mal gucken, ob das wieder so viel wird, weil das fand ich damals in einem, bei Yakuza 4, glaube ich auch, oder? Oder war es nur bei 3, wo ich denke, nee, da fehlt den Kritikpunkt auch nicht, wo das unheimlich viel, weil du die ganze Zeit am Kämpfen warst und das war mit. Was ist der denn los? Ich speichere mal vorher. Hier, ich speichere. Ich wollte das nämlich, ja, unten speichern. Genau, das muss speichern. Sonst habe ich gleich ein Problem. Was ist mit dir denn los? Lass mal anfangen. Okay, haben wir besser aufpassen. Ja, ja. Ich glaube, Sidequests haben wir noch nicht, ne? Weiß ich gar nicht. Ne. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Hause. Schlafen. Das ist wirklich ein sau cool gemachtes Spiel. Bis jetzt, wollte ich sagen, bin ich nicht sehr überzeugt. Jetzt können wir auf einmal essen gehen, wenn wir komplett tot sind. Haben wir jetzt keinen Bock drauf zu gehen. Genau. Kann man ein bisschen mehr nehmen als nur eine Sache? Ja. Ah, so, ja, stimmt. So, 630, genau. Weiß nicht, ob es aufgeladen ist, mein Essen war. Ich weiß nicht, was wenn man schlafen war, ob es dann auch auflädt. Ich weiß aber nicht, was nach dem Schlafen passiert. Nicht, dass aber mal die Yakuza vor der Tür steht. Und ich dann mit einer Mini-Energie. Ich meine, ich weiß, ich habe hier die Heil-Items, aber die will ich eigentlich nutzen, wenn es sein muss. Da muss ich natürlich schon versuchen, Restaurant. Und watch the forecast. Geil, man kann wirklich überfahren werden, ist ja geil gemacht. Ach geil, dann wechselt er die Spur. Okay, das ist ja witzig. So, los. Genau, das war das, Street Punks. Ja. Aber man sieht das jetzt deutlich, man kann die ja beiden. Genau, es war nämlich nochmal doof, genau. Ah. Und es ist weg. Oh, das Ding funktioniert noch. Level up. Noch ein Level, na gut, wollen wir mal ganz kurz in die Zeit nehmen und skillen? Na komm, dann mal kurz die Zeit nehmen und skillen, ja, ja. Was? Also Upgrades. Also, das sind, achso, Upgrade, achso. Das ist Upgrade, okay, das andere haben wir schon. Meine Health boosten, überlebe ich. Das finde ich mal ganz praktisch. Habe ich immer voll gehabt, glaube ich.
Oh, dass ich leichter entkommen kann. Das ist auch ganz praktisch. Das mach mal. Wie viele Punkte habe ich noch? Ja, gut. Achso, wenn ich, was ist? Ah, neuer Finishing Moves, wenn der hingefallen ist, oder wenn er auf dem Boden liegt. Auf dem Boden der Tatsachen, der Kugel. Wie viele Punkte habe ich denn bitte? Warte mal, wie viele Punkte habe ich denn? 6, da unten steht 6, da bin ich auch blind. Wenn ihr 6 habt, dann gönnt ihr das nochmal. Genau, mein neuer Body. Oh, kann auch meine Health aufbauen, ja komm, warum nicht? Ah, jetzt mehr. Okay, aber Health ist mal ganz praktisch erstmal. Gut, Boost, ja, warte mal, was ist das hier? Auch eine finde Taktik. Block ist gut, Block ist immer gut. Ja, mal drin mal hier. Dann boost ich das noch ein bisschen. Schön, Alter, das ist ja richtig geil, Alter. Oh Gott. Weiche Gott, den nimmt. Genau, also Energie ist immer wieder das Wichtigste. Nicht nur. Aber wenn man gute Energie hat, dann. Jetzt bin ich geskillt, Alter. Sehr schön. Wird immer ein bisschen hochgeballert. Na gut, wir spielen ja auch schon ein bisschen, ne? So. Das Ziel. Oh, Scheiße, das hat sich weggedreht. Und jetzt können wir. Warte mal, wie geht das jetzt? Na, es geht nicht. Warte mal, jetzt. Bäm! Oh! Ein Tritt in die Fresse. Sehr gut. Oh, ein bisschen Energie haben. Sehr praktisch. Und nochmal in die Fresse treten hier. Wir sind da ja nicht so. Kannst du das auch blocken? Oh! Oh! Aua! Aua! Zack. So, hier. Genau. Okay. Wir legen uns kurz mit ganz Japan an. Ja, die Fresse. Oh, die Fresse, ich poliere jetzt. Okay, also einer weniger. Ich glaube, blocken geht so, ne? Ja. Genau, dann nervt es wirklich mehr so, wenn die da. Was ist, hä? Was ist? Nicht weglaufen! Joppa! Boah, wie er es immer durchbricht. Den Knochen. Aua, aua, aua. Friede, Onkel Bauer! Tschüss. Alter, Alter. Okay. Sehr gut, nice. Was denn? Als ob jetzt, Junge. Ah, ja, gut, das ist also, was mit den Norschern gemacht wird. Also, wir haben schon mit halb Japan bekannt. Boah. Oh, das hab ich gefühlt. Jetzt nicht anfassen. Na? Ja. Du willst dich verprügeln? Ich will das. Naja, das ist die Yakuza. Ja, merkt man das auch schon ganz schön. Ein Schwierigkeitsunterschied. Na gut, halt. Vielleicht soll ich auch treffen. Ah!
Nein, tschüss. Haben wir das jetzt? Ist jetzt okay? Sehr gut. 1000 nochmal. Danke. Alter. Ja, man levelt sehr gut. Mit den Dingen zusammen kann man einiges leveln. Ich glaube, man muss ja auch jeden Charakter einzeln leveln. Ist endlich gezeigt, was? Oh Gott, das ist hier Action. Der Ex-Terminator, okay. Also du machst hier einmal die Straßen sauber, wenn ich irgendwie dich. Das ist okay, okay. Weil du ein Außenseiter bist, ich auch ein Außenseiter bin, müssen wir nicht zusammenarbeiten. Ich glaube, es würde mir mehr Ärger einbringen, als wenn ich es lasse. Gut, dann, wenn du es privat klären willst, dann gehen wir irgendwo hin, wo es privat zu klären ist. Dass es in der Falle ist. Du willst einen guten alten Faustkampf? Ah ja. Mal Aggression auslassen, okay. Ja, okay. Wir haben also mehr gegeneinander zu kämpfen, als ich denke. Ah ja. Alter, mit alter Mann zu nennen. Komm her, du Suzuki, du. Du Suzuki, du bist noch nicht egal, Suzuki. Was? Was ist denn das ein Zeug, du? Das ist cool. Ultimative Move, okay, Dragon Spirit Tutorial. In this battle you can only damage Suzuki using Dragon Spirit, okay, but, press Q to activate. Okay, the try attacking goes after. Okay. Voila! Sehr schön. Ja gut, das geht, stimmt, das gab es auch noch in den alten, diese Dread Achenmodus, da kann man die Leute auf die Schnauze hauen, ich glaube, den gab es auch. Oder verwechselt sich das hier mit Zero?
Oh, ich weiß es nicht. Kann sein, dass es ihn im 4 auch... Ich meine, dass es im 4 auch gab. Ja. Nein, sind sie lange aus dem Game, Junge. Ich habe ihn gerade an Yakuza verprügelt. Nix, ich bin lange aus dem Spiel. Nein. Keine Lust, darüber zurückzukommen. Naja, du wartest, sehr schön. Freut mich. Na komm, gehen wir straight jetzt nach Hause. I'm out of here, bevor noch was passiert. Und was ist das? Achso, da war gar nichts. Ah. Hier ist der Master of Disaster. Geil. Okay. Kann ich denn jetzt? Sehr schön. Sehr freundlich, dass ich jetzt mal nach Hause darf. Oh Gott. Schaffe ich's? Schaffe ich oder quatsch mir noch jemanden an? Nein, ich hab's geschafft. Geil. Woo. Wir sind zu Hause. Das hat aber lang gedauert. Langer Arbeitstag. Ah ja, you know, wir zu uns zum Hideout. Ja, hier, wer ist der zum Wohnung, nicht Wohnung, eher Versteck. Also wir haben eine Unterkunft, genau, Unterkunft. Genau, hier kann nicht mehr auf. Ah! Dann wird, okay, geil. Okay, ich kann, also hätte ich nicht essen müssen. Na gut, okay. Go to bed, ja doch, warum nicht? Nichts zu tun. Muss ja morgen früh schon, genau. Rechtzeitig zu Bett gehen. Mhm. これでも俺なりに精一杯、いばらの道を歩いているつもりなんですよ。読んだよね。ただいま。もうお湯沸かしっぱなしだよ。ただいま。ああ。お帰り。Oh, das bedeutet, wir haben Kapitel 1 geschafft. Nach, ja gut, das waren auch zwei sehr lange Folgen. Aber ganz ehrlich, ist auch jetzt auch gar nicht so schlimm. Dafür machen wir die jetzt aber tatsächlich mal ein bisschen kürzer, mit 20. Und so wird es sich auch einpendeln, hoffentlich. Ne? Es kann auch mal sein, dass wir die mit 40, 50er Minute Folge haben, weil manchmal hier so viel auf Schlag passiert, dass du gar nicht einen Cut setzen kannst irgendwo. Das passiert hier öfters, das kann mal passieren. Versuche, möchte aber dennoch in den 35er sein, aber ja. Dadurch haben wir jetzt die Einstiegsfolgen. Erstes Kapitel ist geschafft, war auf jeden Fall extrem spaßig. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das würde mich, ja wie immer, sehr, sehr freuen. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, euer Pirater, ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.